eine junge Frau verschwindet. Es war einer dieser Fälle, die für alle Beteiligten zum Albtraum werden. Alle suchten, aber niemand fand irgendetwas. Doch jemand verbirgt ein dunkles Geheimnis. Es ist möglich, dass er sie gefangen gehalten hat. Die Profilerin Dale Hinman unterstützt die Ermittler bei der Suche nach einem gefährlichen Mörder. Ein Notruf erreicht die Polizeibeamtin Lynn Cohey in Natrona County, Wyoming. Die 18 Jahre alte Lisa Kimmel verschwand bei einer Autofahrt von Denver. Als Lisa nicht an ihrem Zielort Cody eintraf, alarmierte ihr Freund die Eltern. Sie haben das Sheriffbüro angerufen, das sofort nach ihr suchte. Lynn Cohey beginnt ihre Suche dort, wo das Auto der Vermissten zuletzt gesehen wurde. Ihr Auto war schwarz und hatte einen Heckspoiler. Auf dem Nummernschild stand Little Miss, ihr Spitzname. Aber sie findet nichts. Keine Spur von dem Auto oder von Lisa Kimmel. Die Frage war, ob sie einen Unfall gehabt hat oder ob es einer dieser seltsamen Fälle war, in denen Leute freiwillig verschwinden. Aber Lisas Familie ist sicher, dass ihre Tochter sich nicht absichtlich versteckt. Lisa war so, wie man sich eine Tochter wünscht. Wir waren stolz auf sie. Ihr Verschwinden war absolut ungewöhnlich. Und natürlich waren wir sehr beunruhigt. Eine Woche vergeht. Die Polizei kommt in dem Fall nicht weiter. Dann wird ein grausiger Fund gemeldet. Angler fanden die Leiche einer jungen Frau in einem Fluss unter der Brücke. Unsere Abteilung übernahm den Fall. Unsere erste Aufgabe war Spurensicherung. Dann haben wir die Umgebung abgesucht. Die Lösung des Rätsels rückt näher, als die Polizisten eine Blutlache auf der Brücke entdecken. Die Blutspuren bewiesen, dass der Mörder die Leiche von der Brücke in den Fluss geworfen haben musste. Die Obduktion ergibt, die Tote ist Lisa Kimmel. Sie wurde vergewaltigt und starb durch einen Schlag auf den Kopf. Besonders auffällig sind Stichwunden in ihrer Brust. Die Profilerin Dale Hinman war an den Ermittlungen in zahlreichen Mordfällen beteiligt. Aber als sie von Lisa Kimmels Mord erfährt, weiß sie sofort, dieser Fall ist außergewöhnlich. Die Statistik zeigt, dass die meisten Mordopfer ihre Täter vor dem Mord kannten. Und da offenbar niemand Lisa Marie Kimmel bis nach Casper, Wyoming folgte, müssen wir davon ausgehen, dass sie von einem Fremden getötet wurde. Wird die Obduktion Dales Theorie stützen? Was kann sie noch über Lisas Mörder enthüllen?